So, Pustin ist rum. Gut. Aufklärungsdruide. Verbrecherjagd, das schwarze Loch, der zentralen Knotenpunkt für die Verarbeitung. Besiege Torviks Streitkräfte 0 von 15, 121.000 Erfahrungen. Annehmen. Scheiß drauf. Apropos, gibt's hier was? Gibt's hier was? Anscheinend nicht. Gut. Da lohnt's Momo weiter. Danke für dein Follow, SimpleCFWest. Wir sind keine Soldaten, Dacron. Corsair kann gegen schwere Artillerie- oder Tarnangriffe nichts ausrichten. Wir brauchen weitere Unterstützung von der Republik. Alle meine Männer sind draußen im Feld oder verletzt. Bin gespannt, wer oder was uns zuerst erledigt. Torvix, das Imperium oder die Strahlung. Ich sag euch, was uns erledigt. All diese Ausreden. Seht uns an. Wir verlieren gegen einen Ex-Politiker und seinen Corona-Abschau. Ach du Heimatland. Haben wir noch einen Sektor verloren? Der Typ in der Mission sagt gerade, wir haben gegen einen Ex-Politiker und seinen Corona-Abschau verloren. Ich suche Saal Dacron. Agent Carhart hat mich geschickt, um zu helfen. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass ihr zäh seid. Ja, hat er wirklich so gesagt. Wir haben bereits zu viele grüne Jedi verloren. Willkommen im schwarzen Loch. Uns mangelt es an Energiezellen, Rationen und allem anderen. Ich habe bereits gestern Verstärkungen gebraucht. Aber besser spät als nie. Ich gehe erst wieder, wenn das schwarze Loch der Republik gehört. Hör ich gerne. Aber hoffen wir, dass ihr dann überhaupt noch gehen könnt. Seht euch um. Irgendwer braucht bestimmt Freiwillige. Schießt auf jeden, der nicht zu Corsair oder zur Republik gehört. Und haltet euch von der Strahlung fern. Viel Glück. Ja, hier gibt's noch. Ach nee, das sind diese Heldenterminals. Täglich, wöchentlich. Täglicher Bericht des Schwarzen Lochs wöchentlich. 169.000 Erfahrungen. Anders war wieder alles Helden. Sag mal, warum taucht bei meinem Chat immer was? Ich glaube, da werden Nachrichten blockiert bei meinem Chat. Augen und Ohren. Das. Ach komm, wir nehmen alle an. Habe ich wieder Milliarden von Quests hier. Yay! Noch mehr Quests. Schön. Hä? Wieso wird mir hier das Ding angezeigt, aber ich kann damit nicht interagieren? Schwarzes Loch Missionsterminal wöchentlich. Naja, klar, habe ich ja ausgewählt, aber. Hä? Dumm? Okay, auf dem Planeten werden wir dann doch noch ein bisschen länger bleiben. Ja. Boah, du schießt mich ab. Nö. Einfach nö. So.
einfach. Nö, nicht mit mir. Und jetzt schwebt er in der Luft. Das B in Star Wars steht für bugfrei. Die Handschuhe will ich nicht haben, die sind beschissen. Irgendein Geschenk gibt es hier nicht dabei? Nee. Das da. Hier lohnt sich das wenigstens. So. Oh, der lebt ja noch. Keine Sorge. Der hat ja noch gelebt. Stimmt, du hast ja ein paar Slots weniger als ich. Was? Ja. Halt weniger Slots als du. Weil ich ja noch diese Gratis-Slot-Reihe hatte. Du hast 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Du dürftest nur 60 Slots haben. 6 mal. Ja, das sind 10. Ja, 6 mal 10. Ja. Ich hab 70. Base. Nö. Muss nur wissen, wie man es anstellt. Ohne echt Geld auszugeben. Ja, mit deinem Sicherheitsscheiß da? Nein. Das ist ein Code, den ich zum Anfang, wo wir angefangen haben zu spielen, habe ich den eingegeben. Und dadurch kriege ich jetzt bei jedem Charakter so eine Box dazu, wo ich 10 zusätzliche Slots kriege dauerhaft. Ja, ich habe einfach versäumt, man hätte da mal Sachen zu verkaufen. Das muss ich aber auch machen, weil ich so viel Zeug drin habe. Ich habe halt diese ganz gute Ausrüstung, die ich jetzt immer durch die Gegend, wo ich meine Leute da ihre Aufgaben machen lasse, bekomme. Ich müsste halt wirklich mal aussortieren. Sehr gute Idee eigentlich. Welche ich davon verkaufen könnte. Nee, nicht ersten Grades. Welchen habe ich denn jetzt ausgewählt? T7, 10. Grades, bitte. Da im Weltraum suchen. Du Schicksal aufklären. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Und du irgendeine Aufgabe zu Ende. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Ich muss noch zwei Gypsies umnieten. Nehmen wir die hier. Drei sogar noch. Wow. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt schon davon? Hat mir hier gar nicht angezeigt. Okay.
Ach doch, hier, Waffenprototyp. So, die Aufgabe ist erledigt. Scheiß Fliege nervt auch schon wieder rum. Zerstörte Waffenbehälter 0 von 4. Da ist ein Waffenbehälter. Nummer 2. Da habe ich doch gerade. Wie schnell spawnen die denn bitte schön nach hier? Ein bisschen creepy. Das ist ein bisschen creepy. 2 von 4 habe ich jetzt zerstört. Sehe ich kein Datacon. Schade. Behälter. Da sind zwei. Ich nehme den mit zwei Gegnern. Oder auch nicht. Der Wichsfrosch hat das schon gemacht. Ha! Danke, dass du ablenkst, du Hund. So, ich muss erstmal wieder dahin zurück. Tü. Steckt doch mal dein Lichtschwert ein hier. So. Annehmen. Hä, nochmal? Nee, kann ja nicht sein. Genau. Da auch nicht gut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon zwei Quests hier abgeschlossen. Das geht ich eigentlich... bin immer noch auf diesen anderen Planeten rum. Ich bin auch noch auf Korea.
Corellia? Ja, Corellia. Ich habe immer noch drei Helden 2 Missionen, also bei mir dauert das immer noch. Das ist hier einfach nur ein anderer Planetenabschnitt. Bei mir steht Planet Schwarzes Loch. Witzigerweise, das also ist, wenn du auf diese Figur schaust. Das ist auf Corellia tatsächlich. Das ist alles auf Corellia noch. Gibt es hier einen Dreckshändler? Nö, ich brauche jetzt endlich meinen Händler, um meinen Scheiß zu verkaufen. Du kriegst keinen Händler. Was ist denn das da? Verbrecherjagd, Augen und Ohren. Alter, die spawnen hier sauschnell nach. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Ach du Heimatland. Ich sehe einfach mal gar nichts. Taufrisch. Durch die Drohne, die gerade über mir ist. Dafür ist sie vielleicht da. Hab ich das jetzt gemacht? Nee, weil der Idiot mich angegriffen hat. Nein! Okay, das kannst du tatsächlich hier ohne zu kämpfen schaffen. Oh, nein. Okay, also auch seit wäre das die Geister Halloween Special Mission. Ja, stimmt, ist ja Ende des Monats Halloween. Ja, nein. Oh Mann, ey. Ja, und ich werde wieder angegriffen. Toll. Jetzt das letzte. Da. Amen, ich habe wieder Platz. Kehr zum Missionsterminal zurück. Nein! Alter! Taufrisch. Okay. Das war diese. Da ist noch eine Mission. Und was kommt für welche? Das war eine coole Bahn. Fährst du das erste Mal mit der? Ich bin ja noch nicht so lange auf dem Planeten, ja. Ich fahr das erste Mal mit der. So, nächste Quest abgeschlossen. Zwangsarbeit täglich.
Kampf dem Ökoterrorismus. Alles klar, ey. Oh Gott. Hab ich hier nicht gerade was gehört? Nee. Ih, was ist denn das für eine blaue Plörre? Sieht aus, als ob irgendein Vieh ausgelaufen ist. Ey, können wir nicht erzählen, dass es hier kein Datacron gibt? Hundertprozentig gibt es hier eins, was ich wieder übersehe. Nein! Neue Quest. Ich bin. Hi. Okay. Wie bist du denn auf die Säule? Ich bin da runtergeplumpst. Naja, ich muss ja eh hier kämpfen, da passt das schon. Au. Okay, da war ich tot. Medicenter, was 615 Meter weit weg ist. Mmh. Toll. Ja, dann kann ich hier gleich Dings abgeben. Die Quests. Und wo ist eigentlich mein kleiner Vogel hin? Der ist schon wieder weg. Der spielt bestimmt mit anderen Küken rum. Was? Ja, der ist einfach nicht mehr da. Der wird mit irgendwelchen anderen Küken rumspielen. Oder er hat sich eine Kükendame angelacht. Der kleine Drecksack. Ich habe hier nur noch 4 Quests. Lol. Easy, krieg ich hin. Na dann fahren wir nochmal zum Ökoterrorismus. Auf der anderen Seite dieses Mal dann. Warte mal, hier ist ein blaues Dreieck. Nee. Das ist das, was ich noch offen habe. Wie glaube ich, dass der Name nicht ganz korrekt ist? Von wem, was, wie, wo? Steht da wirklich Ökoterrorismus? Kampf dem Ökoterrorismus, ja. Geil. Und wieder runter zur blauen Plörre. Die fiese kleine blaue Plörre. Ich weiß nicht mal, ob ich bei der Damage kriege. Ich weiß nicht mal, was das ist, also. Oder? Ja, ich krieg Damage. Und das nicht grad wenig. Ja, der Tau frischt. Ich jetzt hier genau machen? Ach, da oben steht's ja. Stelle eine Antistrahlen-Injektion sicher. 1, 2, ich hab 3. Und da hab ich nochmal 2. Rette die Drall. Ne, das ist was anderes. Repariere die Gefahrengut-Tanks. Was sind die denn?
Hallo? Alles noch hier, okay. Ach, sag bloß, ich muss mich jetzt spritzen. Wo ist denn der Quark? Jo, einmal gespritzt. Eins, zwei, drei. Schön, dass die Tanks drei Löcher haben. Und jedes Loch für einen Gefahrenguttank zählt. Und jetzt kriege ich Damage, wow. Ich bin tot. Seid ihr Damage? Hm. Dieses Serum hält einfach nicht lange. Aber ey, ganz ehrlich, ich bin schon wieder im Medicenter und kann Quest abgeben. Das ist auch gut. Das ist auch nice. Nur noch drei Quests. Schön. So kann's weitergehen. Diese Laberei, die regt mich langsam auf. Oh, ich hab noch eine Helden plus 2 Mission hier, sehe ich gerade. Reist Hypermaterie-Turm. Okay. Wöchentlich täglicher Bereich Schwarzes Loch schließe Schattenjagd und Zwangsarbeit ab. Das sind die zwei, die noch offen sind. Alles klar. Die machen wir jetzt noch schnell. Das heißt, es sind nur noch zwei Quests. Weil die eine Quest beinhaltet ja die ersten zwei Quests. Cool. Rette die Drall-Ingenieure und reise zum Hyperraumturm. Das ist bestimmt dieses fette Teil dort. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oh ne, hier lande ich ja wieder in der Nein! Scheiße. Ja. Da, wieder taufrisch. Ich bin schon wieder tot. Diese Plörren, oh, ganz ehrlich. Nö, einfach nö. Da. Und der Typ, der hier drinnen die ganze Zeit AFK steht, wenn der zuguckt, der denkt sich, oh, wie oft landet der hier? Oh, Mann. Kann ich hier eventuell das hier benutzen? Nö, geht natürlich nicht. Kurz AFK, bis gleich. Jo. Mann. Scheiß Fliege, die hier rumflatteritatscht, ey, die nervt wie Sau. War klar, dass ihr mich angreift. Da muss ich hin. Da musste ihn. Wo immer das ist. Hä? Ich
So, und hier. Ach, ey, was ist das? Trainierter Kampfhund. Sieht mir nicht aus wie ein Hund. Das Geräusch von dem Hund. Einmal zu gut. Wow, wow. Einfach zu gut, diese Geräusche. Ich muss in die Richtung gehen. Okay, das sind ein paar viele Gegner. Nix aushalten. So. Hier zwei Dinger annehmen, annehmen und gleich weiter schicken. Oh. 10 Grad Schicksal aufklären, das machst du. Nein, Kira, du machst nix. Du gehst auf 9 Grad, so. Erster gerettet. Zweiter gerettet. Gerettet. Der vierte. Oh, was ist das für ein kleiner Zwerg? Und wo ist Nummer 5? Da, beim Gegner. Keine Sorge. Kehr zum Missionsterminal zurück. Nö. Nö, ich habe ja noch eine offene Quest. Die gehört mit zu der. Jetzt muss ich nach da unten. Wieder zu dieser blauen Plörre. Und dieses Mal mache ich es richtig. Oder auch nicht, ich fahre genau in die Gegner rein. Mach so, dann kurz. Warte mal ganz kurz. Und was wolltest du? Ich hab nur gesagt, ich muss mich ganz kurz muten, weil ich hier einen Datacon höre, ist aber nicht sehe. Wow, wo bist du, du Scheißding? Jo, dann mute dich. Ich hab mich gerade gemutet, ich höre ja ganz klar eins, aber ich weiß nicht, wo es ist. Nach oben lunzen. Ich ahne, wo es ist. Das war's aber auch schon. Ja. Okay.
Aufgedeckt. Warum? Da hinten ist ein Raumschiff, da kann man einsteigen. Jetzt habe ich alles erkundet hier. Horizont Außenposten. Genau. Irgendwas Leuchtendes hier, bis auf die Straßenlampen. Nö. Was ist denn das denn für eine Fähre? Die wird mir einfach nirgendwo angezeigt. Ist eine Gegnerfähre. Okay. In die man reinsteigen kann. Gut. Ich dachte, ich hätte jetzt eins gehört. Ich gefühlt höre ich überall diese Dinger, aber diesmal habe ich es wirklich. Das sind halt teilweise einfach nur die Nebengeräusche von dem ganzen Spiel. Ja, die halt so ähnlich klingen. Ich hab sie wieder geschickt. Du bist ja hier gerade woanders. Jupp, yep. Es ist nur eine Quest offen hier. So, ach du Heimatland. 1, 2, 3, 4 Männel und 2 Druiden. Okay, die Männel sind leicht. Bis auf der. Die Druiden, naja. 1, 2, 3, 4. Shit, naja, komm. Ey! Was war das denn? Der hat den Schrank gezogen, der Hund. Ja, ich bin down. LOL. Wir haben gerade mal einen erledigt. Willst du mich verkackeimern? Was soll denn die Kacke? Die Helden plus 2 Mission zu finden? Ja. Aber warum kann ich eigentlich? Es gibt nur diese Aufgaben, da sterben wir. Ach, ich umgehe das einfach. Ich bin ja gerade gestorben und war unsichtbar. Ich bin einfach mit einem Aufzug gefahren. Keine Sorge. Ein Druide und 5 Männel kicken. Ach du Scheiße. Hier, Corona-Fackel. Der Typ ist einfach so. Tornix Corona-Fackel. Ich glaube aber, dass das schon länger besteht als Corona. Weiß man das? Vielleicht gucken sie in die Zukunft. Aber das musste. Ey. Aber wir. Jetzt ja hoffentlich auch noch irgendwann sehen. Okay, jetzt muss ich schon mal gucken. 4000 Leben. 3000 Leben, 3000 Leben. 12.000, 11.000, 11.000. Das heißt. Geht eigentlich voll. Die machen dich down, die machen ordentlich Damage. Ah, gut. Aber ich meine, rein vom Leben ist das eigentlich voll. Ja, gut. Klar, aber ich gehe jetzt erstmal auf die Leichten hier. Und der Große zieht mich natürlich wieder lang. Das ist doch nicht. Ey, komm. So, jetzt gehen wir auf die hier.
Aber die bouncen nicht hier gut runter. Das ist nicht schön. Wenn es wieder zwei. Das sind wieder zwei große Druiden. Vor allem, die ziehen dich halt einfach ran. Ich weiß nicht, ob das besser ist als wegstoßen. Nee, wenn du vorher an jemanden gehst, der schwächer ist und weiter weg ist, ist das beschissen. Ja, gut. 11.000 Leben, 11.000, 12.000, 12.000. Zwei Druiden, zwei Männer. Habe ich irgendein Stim-Ding, was mich stärker macht? Nein. Schön. Gut, dann machen wir das so. So, erster Druide down. Gegen was kämpfe ich jetzt überhaupt? Ich krieg hier gerade gar nicht mehr durch. Ah, gegen Mannequin, okay. Gut, Druide down. Das wird nicht besser hier. Das wird hier nicht besser. Fahren. Ich hasse es so sehr. Hier kommen wieder drei Druiden. Der hat vier. Der hat 4, der hat 12, der hat 11, okay. Es gibt nicht mal eine Bonus-Quest. Jetzt kommen noch so eine Heildinger dazu. Willst du mich verarschen? Wo muss ich überhaupt hin? Dahinter. Also muss ich ja an denen hier vorbei. Gut, dann. Zweiter Dorf. So, okay, meine Taktik geht auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Männel kicken. Und natürlich die zwei stärksten stehen vorne. Alter, hört was für ein Schreck. Taufrisch.
Okay. Ich habe so gegen zwei Sterne-Typsis gekämpft, die so eine Lootkiste beschützt haben. Mhm. So riesen Roboter-Dinger, waren extrem stark. Kiste geöffnet, da ist ein rätselhaftes Lichtschwert drin, was 415 bis 623 Damage macht. Das macht vom niedrigsten Wert fast mehr Damage als mein Hauptschwert. Und ab welchem Level? 55. Ja. Scheiße, ich will aber mein Hauptschwert nicht weggeben. Egal. Guck erstmal, ob du das überhaupt aufrüsten kannst, weil es gibt Schwerter, da kannst du nichts mehr reinpacken. Außer ein Farbkristall. Die werden also vom Damage her nie stärker werden. Nicht, dass du jetzt dein Hauptschwert verkaufst, mit dem kämpfst und dann irgendwann. Ja. Bist am Arsch, ne? Da musst du nämlich aufpassen, ne? Das Schwert, da hat mich leider Gott frisch. Ich habe mit solchen Schwertern auch ewig lang gekämpft, weil das Schwert, was ich auf Titan war, glaube ich, bekommen habe, habe ich nie aufgerüstet. Das war immer in meinem Schiff in meinem Tresor drin. Schon wieder down. Na, lass die Quest. Komm später nochmal wieder. Nee, das ist ja die zweite Quest von der Doppelquest-Reihe hier. Dieser wöchentlichen. Ich habe ja schon drei umgeklatscht hier. Es sind ja nur noch drei, die jetzt hier stehen. Und dann ist das Ding frei, wo ich hin muss. Dieser Sicherheitsoffizier. Nein, wir warten noch 6 Sekunden. Weil das ist die erste Heldenmission, wo ich locker schon 10 Medikits verbraucht habe. In den Kämpfen. Er geht direkt auf den Druiden. Der wird nicht geheilt. Klar. Lass ihn dauern. Gut. Die haben wir auch. Ich finde die Sicherheitskarte. Das ist bei der alten hier. Und die ruft natürlich noch welche. Willst du mich verarschen? So, das Ding, entriegele den Privataufzug. Jetzt muss ich starten, wo wieder so viele Druiden sind. Toll, ich bin extra dort nicht lang gerannt zum Kämpfen. Wie viele sind da? Zwei große Druiden, alles. Ja.
Ja, weh, du stürzt mir jetzt hier weg, ey. Nein, du stirbst nicht. Ich schaffe es nicht. Ich muss in ein Medi-Center. Ja, das ist schon im untersten Bereich. Ich brauche Hilfe. Ich kämpf doch schon. Ich schaffe es nicht. Meine Güte, heul leise, ey. Guck mal, der ist gleich down hier. So gut bin ich zu dir. Ich hab dich beschützt. Jetzt heil mich. Nö, die heilt erstmal so. Das ist die blöde Truhe. Heil ich mich selber. So. Das zählt mich schon ins Bäde. So gütig bin ich. Der Fichte wird damit auch geheilt? Ja. VIP-Lounge. Hier ist gar nichts. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommen bestimmt 1000 Gegner, wenn ich die Konsole bediene. Zugang verweigert. Okay. Dynamit setzen. 1, 2, 3. Und boom. 4. Ein Typ, sie steht hier. Kann eine gewisse Person bei Steam 3 Spiele gleichzeitig spielen? Warte mal ganz kurz. Alter, was macht Dave für Flächenattacken? Wo ist der hin? Boah, der kann springen wie Sau. Alter, der macht. Das ist ein geiler Takt, muss ich sagen, wie der hier macht. 67.000 Leben hat der. Ein Buch? Oder bin ich los, ja? Einfach nur ein Gegner. Ich hab einen verpassten Anruf, lol. Kenn die Nummer gar nicht. Er ist sowieso in der Pausezeit, da kann ich auch mal. Der heult? Lol. Alter, was sind denn das für Attacken, die der hier einsetzt? Jetzt stirbt doch endlich! Jetzt hat der meine Attacke wieder rund. Da ist er down. Oh, holy Macaroni! Ey, nee, Mami. Der Kampf hat mich jetzt so gefordert, dass ich mir das Klo pissen muss. Oh, Scheiß, ey. Was war denn das jetzt? Also, ich habe eine Nachricht von meiner Ex und mir wurde ein verpasster Anruf angezeigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach eine Sekunde anruft und sagt, warum bist du da nicht angegangen? Nö, die weiß ja, dass ich das mitkriege. Und die weiß aber auch, dass ich streame. Ich habe einen Weg gefunden, ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Hat sie es jemals gejuckt? Ne, stimmt auch wieder. Ich werde ihre Erwartungen übertreffen. Das stimmt auch wieder. Und bei dem letzten Anschluss hat sie sich gemerkt. Jetzt hätte sie ja jetzt nicht die Nachricht geschrieben und umgerufen, weil die eine Nummer, die kenne ich halt überhaupt nicht. Kann ja mal gucken. Mitarbeiter eingang. Keine Sorge. Ach, alles klar, warte, ich muss kurz. Ach, das sind wieder diese schönen, wo ich vorhin gestorben bin. Scheiße. So, erster Druide down. Ich muss in ein Medi-Center. Ja, Kira, ich kann dich da jetzt nicht hinbringen. Hast du jetzt halt Pech gehabt. Muss nur Bene sterben.
Ja, beide tot. Vor allem 0159, bla 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 bla. Sie haben einen verpassten Anruf. Der Anruf hat Ihnen eine Nachricht hinterlassen. B2 hinterlassen. http://hostinglive.in/m bla bla bla. Per Nachricht. Ist irgendeine Werbung, oder? Ja, ja, das ist. Es wird keine Werbung sein. Ich frage mich, woher die meine Handynummer haben. Das ist wieder so ein Sexkontakt, denke ich mal eher. Ist genauso wie hier. Nummer das und das hat die geschrieben. Probieren Sie die Voice Messenger App aus, damit wir miteinander reden können. Kuuksongsale.com. Dann. Was ist das? Keine Ahnung. Nummer unbekannt. Schickt bei Einfluss CTXWK. Oh, guck mal, noch eine Handynummer. Die Lieferung ihres Klammern 3IV9 Paket ist HW0 fertig. Das ist momentan die Masche der Abzocker. Wenn du da draufklickst, halt bist du geldlos. Da fragt man sich, wie die an die Handynummern kommen. Telefonbuch. Meine Handynummer ist nicht eingetragen, nur meine Festnetznummer. Nee, nicht, weil die ist eingetragen. Also die Festnetznummer weiß ich gar nicht, ob man das aussuchen kann. Die ist automatisch im Buch, außer du kann hast man, halt... Das kann man aussuchen tatsächlich. Das war schon bei meinem, wo ich noch in meiner alten Heimatstadt war, bei meinem Anbieter. Der hat halt direkt nachgefragt. Ich weiß gar nicht, wie es bei Vodafone ist. Ich bin halt jetzt schon 10 Jahre bei Vodafone. Okay. Ich dachte, die wäre einfach fertig. Weil, außer man ist halt, was weiß ich, im öffentlichen Dienst ja, tätig, dann, die halt keiner da haben darf. Wenn du, wenn ich jetzt eine Firma habe, ist die natürlich öffentlich, die Nummer. Als Privatperson kannst du das dann so einstellen, dass sie nicht ins Telefonbuch eingetragen wird. Aber ich habe ja auch damals gesagt, die Festnetznummer kriegen nur Privatleute. Halt Freunde, Familie und eventuell Ämter. Mehr nicht. Und da ruft eigentlich auch kaum jemand an. Es waren eher immer die Leute meiner Ex, die angerufen haben. Von daher, ich könnte es eigentlich abmelden. Ich brauche das gar nicht. Und Handy? Ja, es ist überall, wo du deine Handynummer eingibst. Bei einer Zwei-Phasen-Authentifizierung. Bei weiß der Geier, was? Das spähen die doch alles aus heutzutage. Die sind da doch so dreist. So. Raumhafen von Corellia. Ich habe nur noch eine Quest offen. Das war eine lila, ne? Dann kann ich mir auch gleich das Datacron noch erfahren, weil ich eine Pinkelpause. Boah, ist das schön. Oh, Mann. Ich wacke schon. Musst du dann auch erklären, wo das ist. Also, wie man da hinkommt, mache ich alles später. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ich kann einfach nur abschätzen, wo das ist. Das sieht man halt nicht mal. Hm. Na gut, ich mache ganz kurz Pause. Ich heize mir aus. Ich bin gleich wieder da. Ja, klar.